Scout Liz hat da was mitgebracht hier von F. Istanbul. Was haben wir denn hier? Von Fenerbahce. 2,5, 2,5, 2,5, 3, 3, 3. Hier geht das los. Busche. Na, hier, guckt euch das an, ey. Guckt euch das an. In der A-Jugend von Bayern. In der A-Jugend von Bayern. Aktion. Spieler scouten. Achso, den haben wir schon auf 10. Na gut. Der hat eine 60er. Der hat eine 70er. Ist das so? Leute, wenn wir den... Er hat kein Interesse, mit uns zu reden. Nein! Oh, fuck. Das wäre auch zu schön gewesen. Aber mit den müssen wir uns auf jeden Fall ins Blickfeld nehmen. Freunde, hätten wir den gekriegt, ne? So, das ist ja auch die A-Jugend. Oh, er hat Interesse, mit uns zu reden. Oh. Oh. Zweite Mannschaft. In die Jugendmannschaft. In die Jugendmannschaft. Alter, wenn wir den kriegen... Wenn wir den kriegen. Ich lasse es bei sie. Wollen wir uns den holen? Den können wir in der ersten Mannschaft schon spielen lassen, so gut ist der. Fuck. Wollen wir das versuchen? Wollen wir es versuchen, Freunde? Ich sag direkt erste, oder? Dann lassen wir Darida erstmal raus, aber der ist ja besser als Darida schon. Ich sag erstmal zweite. Sag ich erstmal zweite. Er ist von Wolfsburg in die. Von der Wolfsburg A-Jugend in die Freiburger zweite. Was ist da wohl besser, ne? Ich meine, Freiburger zweite spielt vierte Liga. Aber ich will unbedingt, dass er zu uns kommt. Wenn ich jetzt zweite sag, weiß ich eh, dass er nein sagt. Wenn ich jetzt erste sag, weiß ich nicht, was bei rumkommt. Ich meine, der hat 4,5 Sterne. Komm, ich sag erste, komm. Gottes Willen, ey, was habe ich gerade gemacht, ey. Aber guckt euch den nochmal an. Alter, der ist 4,5 Mille wert. 4,5 Riesen. Freunde, das musste ich machen. Endlich haben wir eine Platzreife. Boah. What the fuck, ey. Da ist er. Geil. Sehr nice. So, und der Kerl geht ja eh bald in die Dingens wieder zurück. Den wir zuckt mit. Geil. Das war echt ein Schnapper der Woche schon mal. Dass wir den schon mal gekriegt haben, das war schon mal schön. Das war schon mal schön. So, Freiburg-Fans begeistert. Jawohl. Kam auch bei den Fans gut an. Da habe ich da direkt mal hier eine Punktlandung geleistet. Traurig über Abschied. Aha. So, Probetraining-Tag. Den machen wir noch. So, Trainingseinheit machen wir jetzt erstmal so ein bisschen Lauftraining, ganz klar. Locker flockige 15 Minuten. Ah, gut. Nico Schollen fällt da auf, okay. Dann machen wir nochmal als nächstes eine schöne Passübung, auch nochmal. Ja, machen wir mal 20 Minuten. Na komm, schöne Passübung. Ja, wieder Nico Schollen, aha. Oder Schlomm. Wieder Schlomm, okay. Dann machen wir mal ein bisschen Technik. Das machen wir auch mal mit 20 Minuten. Nico Schlomm wieder. Mit dabei. Ja, okay. Dann machen wir 1 gegen 1. Dann machen wir mal 25 Minuten. Jetzt steigern wir mal so ein bisschen die Intensität hier. Da ist auch wieder Nico dabei. Und zum Schluss das Training spielen wir eine halbe Stunde. Ganz klare Sache. Und wieder ist Nico dabei. Also die müssen wir doch verpflichten, oder nicht? Ist ja bei allen dabei. Bei allen Übungen war der gut. Und den André Halke können wir uns auch nochmal ausgucken. David Jöks. Also David Jöks und Nico Schlomm. Die müssen wir uns jetzt gleich mal angucken hier. André Halke ist Torwart, okay. Wo ist er denn? David Jöks, da ist er. Talent 3. Einschätzung Co-Trainer. Stärke 50.
Na gut, das ist jetzt ja aber nur... War so gut. Wir kaufen jetzt natürlich die Katze im Sack, ne? Das ist natürlich immer so die Sache. Wir kaufen die Katze im Sack. Er kann jetzt super geil sein. Boah, den brauchen wir doch auf jeden Fall. Guckt euch das an, das ist auch... Guckt euch das an. Das ist echt nur eine ganz schwere Leistung hier. Wie viele Sterne hat der? 2. Was haben wir hier noch? 2. 1,5. 3. Jüx. Ja, wollen wir den Jüx mal, uns mal angucken? 2,5. Den Hänsel. Ich weiß halt nicht, ob diese Wertungen... 2,5. Diese Wertungen hier stimmen, ne? Weil ganz ehrlich, wir haben grottige Trainer. Ob das so stimmt, was da steht, wage ich ja zu bezweifeln. Ja, auch. 2,5. Mein Gott, ey, bei unserer Jugendmannschaft kann es eigentlich auch nicht so... Guck mal hier. Kann es eigentlich auch nicht so schlimm sein. Ich nehme ihn mal unter Vertrag. Ah, guck dir das an. Der will viel zu viel. Ich nehme jetzt Nico einfach mal mit. Und hoffe... Nee, der hat nur 1,5 Sterne. Den brauche ich gar nicht mitnehmen. Sehe ich jetzt erst. Ja, jetzt hier eben noch mit 3 Sternen dabei, Freunde. Hier. Ja, hier. Ich nehme ihn jetzt einfach mal mit. Und guck, was daraus wird. Ja, okay. Angebot annehmen. Rück Nummer 20. Das war's. Gucken wir uns den Jüx gleich mal an. Spielerfeier ist bestimmt gut angekommen. Schreibt mal einen Punkt. Perfekt. Jüx. Er hat tatsächlich nur eine 50. Die Dinger stimmen. Das hätte ich nie gedacht. Alter. Da war der Probetraining. Doch, ja, red ich mal richtig schön für den Arsch hier. So, Freunde. Haut mal rein. Turnierstatus. FIFA U20 WM. Da sind wir nicht dabei. Spanien und Frankreich im Finale. Okay. Hamburg verkauft Diekmeier für 4,5. Das war der größte Fehler, den ihr machen konntet. Der größte Fehler, den ihr machen konntet. Standesgemäße Vorstellung. So, was ist denn mit unserem Frankreich wird U20 Weltmeister? Jawohl. GZ an dieser Stelle. Oh, jetzt bin ich wieder ins Mikro gekommen. Es tut mir leid. Nein, er bleibt bei seinem Verein. Habt ihr eben schon gesehen, ne? Nein. Nein. Er will bestimmt nicht mit uns sprechen jetzt mehr, ne? Fuck. Die müssen wir auf jeden Fall ins Blickfeld aufnehmen. Oh nein. Das wäre auch zu geil gewesen. Schwacher Fuß auf Stufe 3. Okay. Kaufangebot für ihn. Ja. Ja, weg mit dem. Oh, das wäre geil. Ich will eigentlich schon lange aufhören, aber ich kann nicht. Ich muss das Ding aber auch noch schneiden gleich. So. Wir gehen noch einmal weiter. Ja, komm, unterzeichnen. Mir ist scheißegal, was Vertrag unterzeichnen. Hauptsache, die Spieler ist da weg, ey. Schuster. Wow, den haben wir auf 3,5 nur. Der ist schon 2,9 wert. Freunde. Der ist sogar auf der Transferliste. Mensch. Was stimmt denn bei euch nicht hier? Was stimmt denn bei euch nicht? Topscorer hier. Zeig, weg mit dir. Angenommen. Rabe ist nicht interessiert. Oh. Ihr seid doch alles Huren. Kleine, dreckige Huren. Können wir die Mütze aufnehmen noch? Schaffen wir das? Ja. Wir haben jetzt schon einen Gewinn von 251.000 gemacht. Das ist nämlich nicht zu unterschätzen. Und das ist, obwohl die Saison noch gar nicht angefangen hat, ne? Können Segelschein lernen. So, er ist wieder on top dabei. Überlegen, ob ich nicht ihn lieber in die zweite ziehe und Höhen dafür dabei lasse. Soll ich das mal machen? Spielergespräche? Ah. Nee, noch nicht. Mache ich noch nicht. Vielleicht in 1-2 Monaten. Vielleicht in 1-2 Monaten, Freunde. So. Was haben wir hier? Ist fertig. Okay, ist fertig.
nehme ich zur Kenntnis. Befindet sich in Verhandlungen mit Hannover. Oh. Oh nein. Oh nein. Mit Hannover. Oh. Oh, mit Hannover, Kollege. Was geht denn bei dir? Hier, Jugendmannschaft, ne? 57er. Was geht denn bei dir? Mit Hannover? Alter, hintergehst du mich einfach so? Ja, Hannover, ich glaube, es hackt bei dir. Bleib schön hier, Kollege. Du hast hier Zukunft und so. Ich sag jetzt mal, wenn er jetzt schon mal irgendwann so an die 60 kommt, ja? Dann ist er ja schon quasi sicher in der zweiten Mannschaft. So, das heißt, du bleibst auf jeden Fall hier. Was geht bei dir? Ich glaube, es hackt. Ja, ich möchte ihn so einen Vertrag anbieten. Jawohl, akzeptiert unser Angebot. Aber jetzt ist er in der zweiten Mannschaft, oder wie? Habe ich jetzt Scheiße gebaut oder habe ich jetzt Scheiße gebaut? Ich habe jetzt Scheiße gebaut, Freunde. Oh fuck, Alter. Was war das denn? Für eine behinderte Aktion von mir. Ihr könnt ihm für nichts leiden, für nichts und wieder nichts. Was war das denn für eine Aktion? Oh Gottes Willen. Gottes Willen. Das war ja mal richtig behindert. Ja klar, hier, zack, machen wir mal. Von Sonntag durchgeführt, alle schauen optimistisch in die Saison. Die Freunde sind in der zweiten Mannschaft wieder. Fact. Da fließen aber auch Millionen, ey. Rode jetzt auch. Oh, oh. Guck dir das an, wer den alles haben will. Ja hier, der ist auch super. Der ist auch super. Hier Osnabrück, Rostock, Heidenheim, Wien, Duisburg. Das ist jetzt Wiesbaden. Ja, machen wir, ne? Machen wir. Wiesbaden. Wien, Wiesbaden. Wien, Wiesbaden. Dritte Liga. Da ist er perfekt. Da ist er perfekt. Obwohl, lol, haben die 70er in der dritten Liga? Nein, um Gottes Willen, oder? Wenn die hier schon so gute Leute haben? Nein, du sitzt da nur auf der Bank. Freunde. Ja gut. Wie sieht es mit Duisburg und Rostock aus? Die alle so krasse. Lol. Was geht denn bei euch? Ja gut, dann hier los. Dann aber ab mit dir. Jugendtag, der war auffällig. Wollen wir uns den mal angucken? Mit 4 und 3, mit 2, komm, ne. Nie im Leben. Er wird ausgeliehen, na wen, jawohl. Dann Manteau. Dann Manteau, Freunde. Übungsstunde. Beträge, Lion. So, Hier, das wird jetzt einer der Großen. Oh, guck mal, das ist ja schon der zweite von wen bei uns. Gar nicht mitgeredet. Ich meine, ich glaube, wenn ich jetzt hier Schuster sage, Vertrag verlängern, dann sagt er direkt, ach, kann ich. Kann ich, okay. Er will auf jeden Fall einige Male spielen. Junge, du bist auf jeden Fall Stammspieler. Option für den Spieler, Option für uns. Das ist immer wichtig. Keine Gehaltskosten bei Abschied, das wollte er nicht. Automatische Verlängerung nach 30 Spielen. Ist besser, wenn ich es rauslasse. Okay, dann lasse ich es raus. Nicht Abstiegsprämie, kann von mir aus drin bleiben. Dann geben wir ihn noch. Ja, geben wir ihn 2 Millionen. Beziehungsweise. Mittelfristig wirst du Stammspieler. Ja, da kann eigentlich erstmal nichts dran vorbeikommen, ne? Ach, mittelfristig ist scheiße. Okay, ja, gut, komm, dann. Kriegst du halt mal einen guten Vertrag hier von uns. Was? Bitte Verpflichtung des Spielers nicht zustimmen, wenn dein Angebot weitlich so dort über den Gehältern der anderen Spieler liegt. Vor allem mit einer Verpflichtung des Spielers. Der wird ja nicht mehr verpflichtet. Dann nehme ich Option für den Verein raus. Okay. Das war jetzt schon sehr komisch. Mit ihm verlängern wir auch nochmal. So, was? Du hast eine Stammplatzgarantie. Ja, gut, du bist Stammspieler. Sagen wir mal lieber so, ne? Ich glaube nicht, dass er so eine Garantie hat.
Bei Abstieg 50%, Kürzung um 20%, Abstiegsprämie, Auflaufprämie, Option für den Spieler. Können wir eigentlich auch nochmal Option für uns machen. Und dann, ach, wir können nicht runtergehen. Ja gut, aber 100.000 mehr ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist schon drin bei uns. Memedi geht ja nicht. Barz gucken wir mal. Hier gucken wir auch mal, was wir mit ihm machen. Mal, na gut, vielleicht können wir ihn ja nochmal ein Jahr halten. Aber jetzt natürlich auch extrem viel dafür, dass er schon alt ist, ne? Wir gucken mal, was wir mit ihm machen. Mit denen hier, mit denen gucken wir allen mal hier, was wir mit denen machen. Je nachdem, wie die Saison verläuft. So, und dann können wir tatsächlich nochmal bei unseren Scouts reingucken. Bei Blickfeld, da hatte ich ja so ein paar drin. Wo ich sage, Freunde, guckt euch die mal an. Aktion. Hier, Scouts ohne Aufgabe automatisch Blickfeld scouten lassen. So. Dann wird das Blickfeld jetzt tot gescoutet. So, Freiburg will mit Schuster verlängern. So sieht's aus. So, wenn wir den jetzt schon mal am Anfang der Saison verlängern, ist das natürlich auch schon mal... Oh, hab ich mich erschrocken, ey. Leck mich am Arsch. Machen wir mal ultra fix. So, was haben wir hier? Ja, die Fitness. Die Fitness ist schon mal gut. Trainier mit Privattrainer. Aha. Ungesunde Ernährung. Ginter. Brejerie. So, was jetzt? Oh, gleich ist hier DFB-Pokal. Schuster hat den Vertrag. Ah, wunderbar. Und Mbuja auch. Perfekt. Jahreshauptversammlung. Okay, machen wir auch nochmal. Wie wollen Sie Ihre sportliche Ziele verkaufen? Aggressiv, so. Fan weiß, der Booster und die Mannschaft viel zu unerfahren sei. Ablehnung. Oh, Family World. Oh. Ablehnung. Als ob wir die Meisterschaft kriegen. Hä? Fragt, ob es mit der Meisterschaft klappt. Und dann kriegen wir, weil ich Nein sage, zwei... Okay. Nein. Internationalen Titel holen wir auch nicht. Ja, von mir aus Minus. Aber wir holen doch keinen internationalen Titel. Freunde, was ist denn bei euch kaputt? So sportlich. Geht hoch. Obwohl wir noch nichts gemacht haben. Okay. Wir haben noch nichts erreicht, noch nichts gemacht. Aber gut. Schuster, aha. Kapitän bei uns. So, gegen die Kickers aus Stuttgart. Das kommt im nächsten Part. Schuster schreibt einen Vertrag. Er auch. Scouting abgeschlossen von den Kickers. Schauen wir doch mal rein, ob da irgendwas Lustiges bei ist. Nee, alles zu alt, alles zu alt. Niklas Süle, ja, Freunde. Beobachtet Süle gerade, perfekt. Würde es nämlich auch sein. Ja, okay. Okay, das brauchen wir nicht. Zweite Mannschaft. Wir machen jetzt hier mal die Leute wieder rein. Und zwar unter anderem den Höhn und den Kerk. Wie sich gehört. Und den ihn auch wieder mitnehmen. Für ihn. Und den Schrami wieder mitnehmen für Schulz. Aber unsere zweite Mannschaft sollte, ich weiß nicht, haben die schon zufällig mal gespielt? Nee, noch nicht. Aber ich schätze mal, so unsere zweite Mannschaft sollte sich, ich guck mal, was hat denn die zweite von Kaiserslautern? Die hat eine Stärke von, sehe ich das hier irgendwo da? 476. Und wir haben, ja, 680. Also die ist jetzt schon deutlich besser geworden. Das sollte eigentlich mit dem Aufstieg klappen. Das heißt, das sollte, das muss eigentlich mit dem Aufstieg klappen. Ja. Hier sieht immer noch scheiße aus. Aber okay. Haben wir das nächste Spiel. Und das nächste Spiel, meine lieben Freunde, kommt, beziehungsweise das erste Pflichtspiel dieser Saison. Hier nochmal rein. Kommt im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir gucken jetzt mal, dass wir hier im nächsten Part haben wir noch das Spiel. Und dann gucken wir mal, dass wir hier... Können wir hier noch irgendwas machen? Irgendwas Gutes? Ne. Können wir hier nochmal eine Autogrammstunde. Kostet nichts und können wir nochmal machen. So. Ja, nächsten Part kommt dann das Spiel gegen die Kickers.
Da werden wir, weil es ein DFB-Pokalspiel ist, mal, naja gut, der erste Runde können wir noch einen Textmodus machen. Da denke ich mal, können wir noch einen Textmodus machen. Aber dann können wir hier gegen Leverkusen eigentlich auch schon direkt den Dingens-Modus ausprobieren. Den 3D-Modus mal machen. Können wir eigentlich mal tun. Und gegen Bayern dann auch wieder 3D-Modus. Können wir mal zu Hause spielen, 3D. Gut. Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt dabei und schreibt mir gerne mal eure Tipps in die Comments, was ich noch so an Spielern holen soll. Ich werde jetzt, da wir diese Saison gut aufgestellt sind, werde ich mal nochmal so ein paar schon mal für die Zukunft kaufen. Mal gucken, wie das denn so nachher mit den Jugendspielern gerade so aussieht. Ich werde da mal nachher mal reingucken. Aber das machen wir alles demnächst. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüsschen.